Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören den Text zweimal. Nummer 1. Christiane? Hallo Christiane, hier ist Anna. Wie geht's denn so? Danke, gut. Und bei dir? Auch gut, alles okay. Du, ich möchte dich und Stefan zum Essen einladen. Für nächsten Freitag. Habt ihr Zeit? Nächsten Freitag? Ja. Ja, ich glaube, das geht. Warte mal, ich frage schnell Stefan. Stefan? Christiane? Hallo Christiane, hier ist Anna. Wie geht's denn so? Danke, gut. Und bei dir? Auch gut, alles okay. Du, ich möchte dich und Stefan zum Essen einladen. Für nächsten Freitag. Habt ihr Zeit? Nächsten Freitag? Ja. Ja, ich glaube, das geht. Warte mal, ich frage schnell Stefan. Stefan? Nummer 2. Guten Abend, Herr Petersen. Schön, dass Sie kommen. Danke für Ihre Einladung, Frau Bachmann. Und das ist für Sie. Das habe ich Ihnen mitgebracht. Oh, vielen Dank. Das ist aber etwas Gutes. Ich hoffe, Sie mögen Rotwein. Ja, ich habe Wein sehr gern, besonders französischen. Guten Abend, Herr Petersen. Schön, dass Sie kommen. Danke für Ihre Einladung, Frau Bachmann. Und das ist für Sie. Das habe ich Ihnen mitgebracht. Oh, vielen Dank. Das ist aber etwas Gutes. Ich hoffe, Sie mögen Rotwein. Ja, ich habe Wein sehr gern, besonders französischen. Nummer 3. Was kann ich Ihnen anbieten? Ein Glas Wein, Sekt, Saft, Mineralwasser oder hätten Sie gern ein Bier? Ein Glas Sekt, bitte. Sehr gern. Hier, bitte. Also dann, zum Wohl. Prost und nochmals vielen Dank für die Einladung. Was kann ich Ihnen anbieten? Ein Glas Wein, Sekt, Saft, Mineralwasser oder hätten Sie gern ein Bier? Ein Glas Sekt, bitte. Sehr gern. Hier, bitte. Also dann, zum Wohl. Prost und nochmals vielen Dank für die Einladung. Nummer 4. Schmeckt's, Herr Petersen? Ja, das ist fantastisch. Ach, Herr Petersen, wir kennen uns nun schon so lange. Wollen wir uns nicht duzen? Das ist doch viel einfacher. Ja, sehr gern. Ich bin der Karl. Und ich die Andrea. Zum Wohl, Karl. Zum Wohl, Andrea. Schmeckt's, Herr Petersen? Ja, das ist fantastisch.
Ach, Herr Petersen, wir kennen uns nun schon so lange. Wollen wir uns nicht duzen? Das ist doch viel einfacher. Ja, sehr gern. Ich bin der Karl. Und ich die Andrea. Zum Wohl, Karl. Zum Wohl, Andrea. Nummer 5. Und, was meinst du? Gemüse mit Käse überbacken klingt gut. Ich glaube, ich nehme heute Fisch. Forelle blau schmeckt bestimmt gut und ist leicht. Und dazu ein Glas Wein. Ich weiß nicht. Vielleicht nehme ich doch lieber Fleisch. Ich habe wirklich Hunger. Hier gibt es ein Steak mit Salat. Oder soll ich doch lieber das Gemüse nehmen? Guten Abend. Haben Sie gewählt? Ich hätte gerne die Forelle und ein Glas Weißwein. Und die Dame? Ich nehme das Steak mit Salat und ein Mineralwasser. Sehr gern. Kommt sofort. Und, was meinst du? Gemüse mit Käse überbacken klingt gut. Ich glaube, ich nehme heute Fisch. Forelle blau schmeckt bestimmt gut und ist leicht. Und dazu ein Glas Wein. Ich weiß nicht. Vielleicht nehme ich doch lieber Fleisch. Ich habe wirklich Hunger. Hier gibt es ein Steak mit Salat. Oder soll ich doch lieber das Gemüse nehmen? Guten Abend. Haben Sie gewählt? Ich hätte gerne die Forelle und ein Glas Weißwein. Und die Dame? Ich nehme das Steak mit Salat und ein Mineralwasser. Sehr gern. Kommt sofort. Nummer 6. Sehr geehrte Damen und Herren, der Zug nach St. Peter-Ording, Abfahrt um 18.10 Uhr, Gleis 7, fährt heute auf Gleis 13. Ich wiederhole, der Zug nach St. Peter-Ording, Abfahrt um 18.10 Uhr, fährt heute auf Gleis 13. Sehr geehrte Damen und Herren, der Zug nach St. Peter-Ording, Abfahrt um 18.10 Uhr, Gleis 7, fährt heute auf Gleis 13. Ich wiederhole, der Zug nach St. Peter-Ording, Abfahrt um 18.10 Uhr, fährt heute auf Gleis 13. Teil 2. Sieben. Verehrte Kunden, es ist 20 Uhr. Das Kaufhaus Kunz schließt. Wir wünschen Ihnen einen guten Heimweg. Acht. Liebe Fluggäste, hier spricht Ihr Kapitän. Wir landen in 10 Minuten in San Francisco. Bitte bleiben Sie nach der Ankunft noch auf Ihren Plätzen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.
9. Liebe Gäste, haben Sie nicht auch Lust auf einen Kaffee? Wir machen jetzt eine kleine Pause und treffen uns in einer halben Stunde wieder hier am Bus. Aber bitte nicht erst in einer Stunde. Bis dann. Liebe Festgäste, gratulieren wir unserem Franz zu seinem 60. Geburtstag, auf das er noch lange mit uns ist. Trinken wir auf sein Wohl. Prosit, lieber Franz. Teil 3. Nummer 11. Peter, bist du schon da? Ja, und ich war schon einkaufen. Hab auch alles bekommen. Die Sahne war sehr billig, aber der Salat war teuer. Und wo ist das Salz? Oh je, das habe ich vergessen. Peter, bist du schon da? Ja, und ich war schon einkaufen, hab auch alles bekommen. Die Sahne war sehr billig, aber der Salat war teuer. Und wo ist das Salz? Oh je, das habe ich vergessen. Nummer 12. Was kostet denn der Mantel hier? Der hier, Größe 52. Ja, der gefällt mir gut. Da haben Sie Glück. Der kostet jetzt nur noch 129 Euro. Letzte Woche war er noch bei 149 Euro. Kann ich ihn mal anziehen? Was kostet denn der Mantel hier? Der hier, Größe 52. Ja, der gefällt mir gut. Da haben Sie Glück. Der kostet jetzt nur noch 129 Euro. Letzte Woche war er noch bei 149 Euro. Kann ich ihn mal anziehen? Nummer 13. Andrea, jetzt fährt kein Bus mehr. Komm, wir bringen dich mit dem Auto nach Hause. Nee, lass mal. Ihr habt doch Bier getrunken. Ich nehme lieber ein Taxi. Wie du willst. Dann bis Montag. Andrea, jetzt fährt kein Bus mehr. Komm, wir bringen dich mit dem Auto nach Hause. Nee, lass mal. Ihr habt doch Bier getrunken. Ich nehme lieber ein Taxi. Wie du willst. Dann bis Montag.
Nummer 14. Du hast es gut. Du hast heute frei. Ach, ich habe aber viel zu tun. Zuerst der Kindergarten wegen unserem Tim. Da brauchst du nicht mehr hin. Da war ich gestern schon. Auch in der Schule. Ich hab doch eine tolle Frau. Da muss ich ja nur noch zum Zahnarzt. Du Armer. Du hast es gut. Du hast heute frei. Ach, ich habe aber viel zu tun. Zuerst der Kindergarten wegen unserem Tim. Da brauchst du nicht mehr hin. Da war ich gestern schon. Auch in der Schule. Ich hab doch eine tolle Frau. Da muss ich ja nur noch zum Zahnarzt. Du Armer. Nummer 15. Kann ich Ihnen helfen? Gerne. Ich brauche einen neuen Kühlschrank. Ich war schon im ersten Stock. Da sind nur Spülen, aber keine Kühlschränke. Also hier im zweiten Stock gibt es die auch nicht. Warten Sie, die sind im dritten, bei den Elektrogeräten. Vielen Dank. Kann ich Ihnen helfen? Gerne. Ich brauche einen neuen Kühlschrank. Ich war schon im ersten Stock. Da sind nur Spülen, aber keine Kühlschränke. Also hier im zweiten Stock gibt es die auch nicht. Warten Sie, die sind im dritten, bei den Elektrogeräten. Vielen Dank.